Wir begrüßen Sie aus Portugal. Willkommen aus dem Stadion an der Algarve zum zweiten Halbfinale des Weltpokals 2022. Eine offene Frage noch für das Endspiel. Wer trifft auf Gastgeber Portugal? Wird es der Titelverteidiger, wird es Brasilien oder wird es der Nachbar aus Spanien? Wir freuen uns auf einen großartigen Fußballabend, erhoffen ein ähnlich spannendes Spiel wie gestern und hören zunächst die beiden Hymnen. Brasilien hat hier in Portugal Großes vor. Zum ersten Mal könnte ein Team tatsächlich den Weltpokal verteidigen. Schauen wir auf die Elf, die beginnt. Die Verteidigung ist unverändert. Telles beginnt erneut neben Silva im Mittelfeld. Muss Fabinho heute passen, hat die zweite gelbe Karte im Viertelfinale gegen Deutschland gesehen. Dafür ist Arthur neu drin. Das bedeutet aber nicht weniger Gefahr durch die brasilianische Mannschaft. Arthur zuletzt Doppeltorschütze im Spiel gegen Deutschland. Wir hätten gerne die deutsche Mannschaft hier heute gesehen gegen Spanien. Es wäre sicherlich auch durchaus verdient gewesen. So ist es die Chance für Brasilien, zum dritten Mal in das Endspiel eines Weltpokals einzuziehen. Und Spanien ist dort, wo sie sich lange schon gesehen haben, wo sie aber noch nie standen bei diesem Turnier. Die Mannschaft ist unverändert, beginnt genauso wie beim 5:2 gegen Marokko. Vor allem vorne sind sie richtig stark aufgestellt. Thiago, Koke, Morata, Torres und Euer Sabal. Kann losgehen. Brasilien in Gelb, Spanien in Rot. In das zweite Halbfinale des Weltpokals 2022. Wer trifft in einigen Tagen im Endspiel auf Portugal? Und wer fährt nach Porto für das Spiel um Bronze? Das ist der neue Mann in der Startelf, Arthur, aber natürlich eingespielt nach 120 Minuten gegen Deutschland. Laporte, erster Ballgewinn für Spanien. Busquets. Koke. Passversuch auf Thiago, der sich so festgespielt hat in der spanischen Mannschaft im Mittelfeld zusammen mit Koke und Kapitän Busquets. Wieder Thiago. Jetzt kein guter Ball vom Kapitän Roberto Firmino. Torschütze vor 4 Jahren, als es dieses Spiel im Achtelfinale gab in Marokko. Damals ein 2:0 auf dem Weg ins Finale für Brasilien. Telles. Versuch Arthur anzuspielen, gestoppt von den Spaniern. Sie haben defensiv durchaus ihre Wackler, zuletzt immer Gegentore kassiert, gegen Peru, gegen die Elfenbeinküste und auch gegen Marco. Aber vorne haben sie es immer ausgleichen können mit vielen Toren. Morata im Moment bester Torschütze zusammen mit Timo Werner. Auf der anderen Seite Richarlison, der zuletzt gegen Deutschland tatsächlich nicht traf, aber mit 5 Toren im Moment noch der beste Torschütze der Brasilianer ist. Oh, was für ein Patzer von Alisson! Da ist das 1:0 für Spanien, ein Geschenk für Ferran Torres.
Ein Riesenpatzer von Alisson bringt Spanien in Führung. Es ist eigentlich alles geklärt. Und dann spielt er den Ball für Thiago Silva und sieht nicht, dass Torres auf genau diesen Pass lauert. Brasilien ist wieder hinten, aber verschenkt diese Führung an Spanien, an Ferran Torres, der auch zuletzt doppelt traf gegen Marokko. Nächster Fehlpass. Viertelstunde, nichts gesehen, kein Abschluss auf beiden Seiten. Und dann ist es die erste Chance, die aus dem Nichts entsteht für Spanien. Und das durch einen Torwart, der ein so gutes Turnier gespielt hat, zweimal schon den Weltpokal gewonnen, natürlich auch dabei war in den Jahren, in denen es nicht so lief für Brasilien. So, Alisson wieder am Ball. Wirkt jetzt nicht ganz sicher, auch nicht in dieser Aktion mit dem langen Ball, der verloren geht. Casemiro gegen Koke. Morata. Gute Grätsche von Casemiro, aber Spanien bleibt am Ball. Thiago. Busquets. Thiago. Euer Sabal und gewonnener Ball durch den Rechtsverteidiger, durch Danilo. Aber sie machen Fehler, das haben wir schon gegen Deutschland gesehen. Immerhin ja auch 3 Gegentore im Viertelfinale. Koke. Spanien hat gesehen, wie man Brasilien in Probleme bringen kann. Und das könnte heute Abend das große Problem des Titelverteidigers werden. Wir sehen die riesengroße spanische Kulisse. Sind unglaublich viele Fans hier in Portugal schon dabei seit dem ersten Spiel. Torres. Thiago. Es wäre, das steht glaube ich fest, es wäre ein Traumfinale. Spanien gegen Portugal im Estadio da Luz. Fahne ist oben gegen Euer Sabal, der in der Gruppenphase auch in Serie getroffen hat. Unter anderem beim Spiel gegen Dänemark. Kein wirklich schlechtes Spiel gezeigt. Die spanische Mannschaft, Auftakt gegen Australien, solide. Gegen Dänemark furios, gegen Peru das gemacht, was notwendig war. Und dann die K.O.-Phase bislang auch klar dominiert in den beiden Spielen. Wenngleich, das gehört dazu, Spanien in beiden Spielen auch klarer Favorit war. Sowohl gegen die Elfenbeinküste als auch gegen Marokko. Aber wir wissen aus den vergangenen Jahren, dass auch das für Spanien nicht immer selbstverständlich war. Vor 2 Jahren sind sie im Viertelfinale raus gegen Marokko. Das haben sie dieses Jahr ausgleichen können. Tellez bleibt hängen an Ramos. Ballverlust von Kapitän Busquets. Brasilien mit Arthur. Neymar lauert, aber kriegt den Ball nicht. Dafür die Chance für Richarlison und Roberto Firmino, der Ausgleich. Das 1:1 für Brasilien durch Roberto Firmino. Und es war hervorragend gespielt von der Seleção. Neymar wartet, aber kriegt den Ball nicht. Und dann ist es ein Aussetzer
von Spaniens Verteidiger von Jordi Alba, der den Ball Firmino serviert. Also, nächster Patzer, diesmal auf der anderen Seite. Und das nächste Tor. Und Brasilien ist zurück in diesem Halbfinale hier von der Algarve. Stadion liegt zwischen den beiden Städten Faro und Lule. Und war auch schon bei der Europameisterschaft vor 18 Jahren Austragungsort hier in Portugal. Busquets für Morata, das nächste Tor für Spanien. Und das siebte Turniertor für Alvaro Morata. Das Halbfinale ist jetzt endgültig eröffnet. Und der Superpass von Kapitän Busquets bringt Morata in die Schussposition. Kein Abseits. Alisson macht sich breit, kommt nicht ran. Und Morata in diesem Moment bester Torschütze dieses Weltpokals in Portugal. Gerade als man dachte, Brasilien sei jetzt drin, Brasilien sei jetzt dabei, kommt Spanien. Aber auf der anderen Seite schon wieder Neymar. Hat ein bisschen gedauert, bis dieses Spiel Fahrt aufgenommen hat. Die erste halbe Stunde war mit Ausnahme des einen Patzers von Alisson jetzt wirklich nicht geprägt von Torabschlüssen. Auch die Spanier haben sich längst nicht so offensiv gezeigt, wie wir das gesehen haben in anderen Spielen. Und dann braucht es diesen genialen Moment von Sergio Busquets. Und einen, der immer trifft. Neymar. Verfolgt von Ramos. Und ganz cool verteidigt von Sergio Ramos. Gelb gesehen, aber das wird heute nicht mehr relevant werden, denn die Karten sind ja annulliert. Alisson hält den Ball fest. Arthur. Guter Ball von Richarlison für Neymar. Hätte es vielleicht flach lösen können. Jetzt ist Pause an der Algarve. Spanien führt 2:1. Steht im Moment im Finale dieses Weltpokals durch das 2:1 von Alvaro Morata. Die Führung nach dem Patzer von Alisson. Ausgleich nach dem Patzer von Jordi Alba. Und dann ist es ein genialer Moment der Spanier gewesen, der im Moment den Unterschied macht für das Endspiel Richtung Lissabon. Wir sind gleich zurück, melden uns mit Durchgang 2 eines noch komplett offenen Halbfinals hier an der Algarve, Spanien gegen Brasilien. Bis gleich.